Am Wort Wendelin Mölzer von der FPÖ. Ja, Frau Kollegin Hammerschmidt, eigentlich will ich mich nicht immer mit der Vergangenheit beschäftigen müssen, aber Sie haben ja hier ein paar Punkte erwähnt, wo man sagt, das war eigentlich die perfekte Selbstanklage, weil Sie waren ja die letzten 12 Jahre verantwortlich, nicht Sie persönlich, aber die SPÖ war verantwortlich für die Bildungspolitik und wir kennen ja verschiedenste Zahlen und Eckdaten, was da schlechter geworden ist in diesen 12 Jahren und leider Gottes müssen wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, um die Zukunft zu gestalten. Schauen Sie, geschätzte Kollegen von der SPÖ, dass zum Beispiel der Anteil an Privatschulschülern gestiegen ist in den letzten 12 Jahren. In Wien ist er am höchsten im Übrigen. Wer regiert denn dort die SPÖ? Das ist aber kein großes Rechenbeispiel, dass in Wien jeder 5. Schüler auf eine Privatschule gehen muss, wo die SPÖ regiert, ne? Und dass da irgendein Problem im System ist. Es ist auch keine große Rechenaufgabe, dass wir fast ein Drittel an Kindern haben, die nach 9 Jahren nicht sinnerfassend lesen können. Und wie gesagt, Sie waren die letzten 12 Jahre verantwortlich und wir müssen uns jetzt mit diesen Problemen, die Sie mitverursacht haben oder mitgetragen haben, auseinandersetzen und in die Zukunft gestalten. Und da werden wir natürlich gewisse Dinge anders machen als Sie und den Weg nicht weiter fortschreiten. Das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Meine geschätzten Damen und Herren, die Kombination Bildung und Sicherheit, die wir heute haben, mag auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend sein, aber wenn man es sich genauer anschaut, ist es natürlich die zwei Punkte oder sind das die zwei Punkte, die für eine gute Zukunftsgestaltung oder Komponenten, die für eine gute Zukunftsgestaltung ganz, ganz wesentlich sind. Einerseits Menschen auszubilden oder ihnen Bildung mitzugeben, dass sie sich frei entwickeln können, Zukunft gestalten können und das auf der anderen Seite in einem sicheren Land, in einem sicheren Umfeld. Das sind sicher die ganz wesentlichen Punkte. Und wenn es der Herr Innenminister vorhin angesprochen hat, das Themenbereich Zuwanderung, die wir eindämmen müssen, die wir in den Griff kriegen müssen, dann müssen wir auf der anderen Seite im Bildungsbereich deren Auswirkungen dieser Massenzuwanderung in den Griff bekommen und schauen, dass wir dort Integrationsmaßnahmen setzen, die tatsächlich wirken. Das ist ganz wesentlich und da ist die Einführung von Deutschförderklassen ganz ein wichtiger Punkt, wo wir ja schon seit Jahr und Tag darauf hinweisen und wir fordern, das eingefordert haben, wo wir uns sehr freuen, dass wir das jetzt umsetzen können. Dabei eben wichtig, den Druck aus dem System, aus dem Schulsystem zu nehmen, der Integration oder der Zuwanderung, das den Schulen zu erleichtern, eben den Kindern und allen Kindern, da geht es ja nicht nur um die Kinder, die kein Deutsch können, sondern auch jene, die eben Deutsch können, zu ermöglichen, dass sie eine ordentliche Ausbildung bekommen, dass sie nicht in einem Sprachgewirr untergehen. Bei den vorhin erwähnten Praxisbeispielen sieht man, dass es ja vielfach eben nicht funktioniert. Und hier wollen wir nicht Ghetto-Klassen schaffen oder was auch immer, sondern hier wollen wir in möglichst kurzer und möglichst schneller Zeit schauen, dass die Kinder eben außerhalb des Regelunterrichts Deutsch lernen können, damit sie dann auch entsprechend die Chance haben, mit Sprachkenntnissen, der Kollege Taschen hat das ja schon sehr schön ausgeführt, Sprachkenntnissen auch entsprechend alle Chancen haben, um eine ordentliche Ausbildung zu bekommen. Ein paar Worte noch kurz zur NOST, zur neuen Oberstufe. Das war uns auch nicht unwichtig, ist vielleicht ein sehr spezielles Thema, das natürlich nur die Oberstufen betrifft, aber hier gibt es aus der Praxis heraus irrsinnig viele Probleme in der Schulversuchen, wo das ja schon erprobt wird, wo die Schüler keine Übersicht haben, die Lehrer teilweise nicht damit zurechtkommen und hier gilt es auf jeden Fall, da Übersicht zu schaffen, uns das anzuschauen. Mit einer Mehr möchte ich aufräumen, mit dieser neuen Oberstufe wird ja nicht das Sitzenbleiben abgeschafft, sondern es wird nur sozusagen ein bisschen verzögert, also man kann sehr wohl nach wie vor, oder könnte sitzen bleiben mit der neuen Oberstufe, es ist nur eben unübersichtlicher geworden und das müssen wir auf jeden Fall reparieren und uns anschauen. Wir haben noch viele spannende weitere Punkte, meine geschätzten Damen und Herren, vor, wie eben die Notenwahrheit, Sie haben das schon angesprochen. Frau Kollegin Hammerschmidt, wir wollen nicht verbieten, dass es verbale Beurteilungsformen gibt. Wir sagen nur, es muss ein sowohl als auch geben und als Orientierung darüber hinweg. Da ist, glaube ich, aber ganz auch wichtig, generell unser Zugang, dass wir mehr Autonomie noch hineinbringen wollen. Wir haben da letztes Jahr einen kleinen ersten Schritt gesetzt, aber da geht es uns eben ganz und gar nicht um Zwang, sondern im Gegenteil um Wahlfreiheit, auch im Zusammenhang mit den Ganztagsschulen und dergleichen fort, dass man eben keinen Zwang macht. Das haben Sie oder wollten Sie in der Vergangenheit umsetzen, Zwang zur Ganztagsschule etc. Das ist nicht unser Zugang. Wir wollen Wahlfreiheit haben. Wir wollen über Schulautonomie möglichst auch die Einbindung der Schulpartner, um entsprechend gute Lösungen zu finden. Genug der Worte, es sind Taten gefragt. Ich freue mich auf die Umsetzung unseres Regierungsprogrammes im Bereich der Bildungspolitik und auf entsprechende gute Zusammenarbeit hier im Hohen Haus. Danke. Danke, Herr Abgeordneter. Frau Abgeordnete Gammel. Wirksame Integrationsmaßnahmen im Bildungsbereich fordert Wendelin Mölzer, Bildungsbringerin der FPÖ. Die Umsetzung von Deutschförderklassen habe seine Partei ja schon lange gefordert.